Ich liebe das Filmfest München. Ich fühle mich hier so aufgehoben und so wohl. Es ist Sommer, es ist so toll, es ist Open Air alles. Es ist wirklich, ich verliebe mich gerade richtig doll in München. Man kann wirklich so von Film zu Film wandern und sich dann immer auf dem Weg darüber austauschen. Jetzt, wo ich hier bin, saugt mich das Filmfest so auf. Es ist wirklich einfach, Kino hat gefehlt. Ist ja auch beim Filmfest München eine radikale Transformation gefragt in dem Jahr mit 7 komplett neuen Orten raus aus den Kinos. That's healthy and more of the city gets to learn about the festival, learn about the filmmakers. Es war wirklich against all odds. Wir haben den Regen getrotzt, wir haben Corona getrotzt. Das Team hat eine unglaubliche Leistung hingelegt. Ich bin ganz erleichtert und ganz stolz. Jetzt nach über einem Jahr ist es schon irre, so ans Licht zu krabbeln. Es ist dann plötzlich Publikum, man kriegt gleich einen Preis. Das ist natürlich toll. Das Kino ist für mich wie eine Kirche, wie eine Kathedrale, wie ein magischer, heiliger Ort. Dieses kollektive Erleben, dass wir wirklich zusammen einen Film schauen, das brauchen wir gerade in diesen Zeiten mehr denn je. Ich glaube, das ist das Miteinander, dass man sich eingehüllt fühlt, wenn Leute lachen, in dieses gemeinschaftliche Lachen, in den gemeinschaftlichen Schrecken. Das Zusammenschauen, danach das Gespräch auch über die Filme, die Intensität, die gibt es nur für mich im Kino. Wir haben gezeigt, dass Kultur wieder möglich ist. Denn wir waren in der ganzen Stadt, wir waren an unglaublichen Orten, die erstmals bespielt wurden. Und wir können jetzt sagen, es war ein erfolgreiches Filmfest.